Jo, Leute, was geht ab? Also ich habe ja heute sehr viele Nachrichten bekommen bezüglich des Matthias Nachbau-Videos. Ob ich das geil fände, was ich dazu sagen könnte, was ich da dran, was ich dazu sage, was ich damit zu tun habe, weil ich ja auch mal in einem Thema war, ob ich das mit dem zusammen mache oder so. Darauf will ich eigentlich gar nicht lange eingehen. Es gab tatsächlich mal eine Anfrage von seinem ehemaligen Geschäftspartner, ob ich das Video mit ihm machen wollte. Er hätte da so ein paar krasse Details und ich hätte ja auch Streit mit Karl S. und Co. und so. Dann habe ich wirklich drüber nachgedacht oder auch halb zugesagt, glaube ich. Und am Ende habe ich schon wieder abgesagt, weil ich dachte, das ist nicht meine Sache, damit habe ich nichts zu tun. Und das war mir auch so, die haben zusammen rumgehangen und dann irgendwie danach auspacken und so. Da habe ich gedacht, nee, ich lege nicht meine Hand für Fremde ins Feuer. Und auch wenn ich irgendwie Streit mit Karl S. und Co. habe, mache ich das nicht. Habe mich aber weiterhin darauf gefreut, ob das rauskommt, weil ich natürlich das Thema feier. Ich will nichts damit zu tun haben, weil ich kann nicht für Leute eingestehen, die mit denen was zu tun hatten und auch Streit hatten. Ich kann ja nicht wissen, ob die Personen auch immer korrekt waren. Ne? Also was habe ich auch damit zu tun? Ja, ich habe drüber nachgedacht, ja, ich wollte das auch irgendwie machen und habe es dann aber wieder verworfen und hatte auch nie Kontakt mit dem Matthias Nachbau selber, sondern immer mit seinem Geschäftspartner. Ne? Er hat aber dort nichts, Matthias hat dort Matthias Nachbau, ich kenne ihn gar nicht persönlich, hat ihn da auch nichts Schlechtes über SEKT+ gesagt, oder über mich, sogar positiv, glaube ich, war das in dem Video. Aber wie gesagt, ich habe nicht mit ihm selber geredet, sondern mit seinem Geschäftspartner. Also es gab nie ein Gespräch zwischen Matthias und mir. Quasi wurde das nie vertieft, wirklich dieses Video zu machen zusammen. Ne? Ist aber auch nicht schlimm. Der hat auch nichts Schlimmes gesagt. Der hat sein Video gemacht. Ich fand das Video gut, muss ich sagen. Ne? Ich kann nicht dafür garantieren, dass das stimmt. Ne? Ich glaube nicht alles, weil das ist ein Streit, da stimmt nicht immer alles. Aber ich glaube, das Video hat einen sehr, sehr harten, wahren Kern und das ist schon krass. Das sind halt die Dinge, die ich über die Pro Pros und über Karl S. schon immer genauso gedacht habe. Genau so habe ich die Dinge von denen gedacht und ich bin mir auch sicher, dass das stimmt. Und genau deswegen habe ich auch Streit mit diesen Parteien. Ein Streit, den diese Parteien auch damals mit mir angefangen haben und den ich heute immer noch ausfechte oder immer noch drauf eingehe und ich erwähne die ja oft. Wobei mein Hauptaugenmerk ja eher auf Karl S. lag, so die ganze Zeit. Auch wegen dem Gerichtsverfahren, wegen Tim Gabel. Ne? Mit Karl S. war das viel persönlicher. Mit Karl und Ralf halt. Ne? Man hört ja auch in dem Video von Matthias Nachbur, dass der Ralf ein Problem mit SEKT+ hat. Das geht auch schon immer so. Also das erste Mal von Ralf Sättele gehört habe ich, weil er über mich scheiße geredet hat. Also ich kannte diese Person, diesen Ralf Mord, Ralf Sättele. Ich kenne eigentlich diese ganzen Personen, sogar Karl S. und diese ganzen YouTuber nur, weil die über mich geredet haben. Damals bei SEKT+, Beginn. Ich war vor in meinem Rap-Film, ich habe nur mit Rappern geworben. Ich hatte YouTube auch gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht war das auch schlecht, vielleicht hätte man YouTube zu der Zeit schon mehr Beachtung schenken müssen. Wir haben YouTube-technisch damals nichts gemacht. Mittlerweile machen wir da viel. Kenne ich alle genannten Personen, Micha Janicek, oder wie der heißt, Patrick Reiser, Ralf Sättele, Karl S. Kenne ich immer nur, weil sie schlecht über mich geredet haben. Weil damals war SEKT+, die haben wahrscheinlich Profil geplant. Und dann zieht man sich halt an SEKT+ hoch. Das ist ja sowieso die ganze Taktik gewesen von diesen Leuten. Ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, das war das erste Mal, dass ich Micha Janicek in einem Kontext gesehen habe. Da hat er ein Video gemacht gegen Weight Gainer oder so und SEKT+ Hashtag gesetzt und somit kann man, wenn man SEKT+ bei YouTube eingab, kam dann das Video ganz oben. Und ich mir dachte, was ein Spaß, die Alter. Na, er hat natürlich auch schlecht über Weight Gainer geredet und wir haben halt einen Weight Gainer. Er hat ja auch mal schlecht über Whey geredet, um sein Reisprotein zu verkaufen. Micha Janicek ist ja so ein Hohlkopf auch. Ist doch nicht böse gemeint, aber ich halte ihn halt nicht für den intelligentesten Typen. Der hat immer probiert, da Dinge schlecht zu reden, um seine gut zu reden. Das wird von mir auch behauptet, aber ich mache das halt mit Fakten. Er hat das so ein bisschen verlogen gemacht. Und ich würde das bei mir kein Schlechtreden nennen, sondern aufklären. Und dann kam es ja zum großen Eklat irgendwann wieder mit den Jungs, weil sie halt dann Tunnelblick rausgebracht haben und dass sie die ganze Zeit mit Kickdown verglichen haben, die ganze Zeit rumgestippelt haben. Und weil ich ein halbes Jahr vorher schon mal eine Vorgeschichte mit dem Karlchen hatte, dann ist mir da damals der Faden geplatzt, habe ich gesagt, so Tabula Rasa, ihr, wir, SEKT+, Profuel, eure Gang da, eure Heuchler-Gang, wo ihr euch gegenseitig bescheißt und SEKT+, wir haben Streit. Jetzt ist auch nichts mehr reden und Karl kann euch nicht mehr anrufen und rumlutschen bei Facebook. Jetzt ist Streit für immer, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ihr seid irgendwelche Pisser, die sich an einen hochziehen wollen und jetzt, ihr habt den Streit begonnen,
wir beenden diesen Streit. So, in diesem Modus, und den fechten wir bis heute ja aus, machen uns, teilen über die lustig, die verklagen uns dann zum Teil, wie es das Karlchen jetzt gemacht hat. Und der Ralf ist sowieso für mich so, auch dieses Video geht übrigens über was anderes gleich, aber schöne Grüße an Ralf Settele. Du bist wirklich die größte Lachnummer, die allergrößte Lachnummer, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich habe schon viele Lachnummern in meinem Leben kennengelernt. Und du bist die größte Lachnummer. Also erstmal, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du die Lachnummer für die Jugend bist. Jeder lacht über dich. So Karl Hastmann, Julian Zietlow, hatet man oder manche feiern ihn vielleicht sogar. Andere Leute sind einem einfach egal, so die auf YouTube stattfinden. Ich werde, glaube ich, geliebt und gehasst. Ich werde ja auch gehasst von vielen. Aber über dich, Ralf, lacht man einfach nur. Man lacht sich über dich tot und komm mir auch nicht an mit, mein, ich wäre asozial, asozial, sondern unsere erste Begegnung überhaupt war, als ich Tim Gabel kennengelernt habe, hat er mir erzählt, welche Lügen du über mich verbreitest. Ich habe dem Karl geschrieben, was du für ein Punkt bist und dass ich gerade in Stuttgart bin und man die Sache klären kann. Da war ich gerade zu Besuch bei Tim Gabel und dann hast du mir so eine lange E-Mail geschrieben, mit ist ja nicht so gemeint und hin und her, man kann sich immer auf ein veganes Essen treffen und vielleicht lernt man sich kennen und hin und her. Und ich habe halt gesagt, okay, wieso hast du mich nie angesprochen, sondern lässt das einfach bei Tim Gabel. Und wenn ich dann rausbekomme und ausflippe, dann kommst du mit, wir können uns ja treffen, reden, dies, das. Voll unnötig. Also du bist einfach eine Lachnummer und du bist Deutschlands YouTube-Lachnummer. Die Leute lachen über dich, die Leute machen sogar Witze über deine... über deine Frau, über dich komplett Witze so. Nicht, die hassen dich, die lachen über dich. Also noch nicht mal Hass entsteht. Hass auf dich haben Leute wie ich, Leute wie Onkel Bob, Leute wie der Matthias in seinem Video da, weil wir einfach wissen, was für ein abscheulicher Mensch du bist. Ne? Was für ein ekelhafter, wir kennen die Hintergrundstories, wir wissen von Tim Gabel, von den anderen Jungs aus Hamburg, was du für ein Typ bist. Wir wissen ja viel mehr als die Follower und für mich bist du so eine Reinkarnation von Adolf Hitler, vom Charakter einfach so. Das ist Nazitum, das ist total ekelhaft. Ich denke auch, du bist auch ein Nazi, dass du definitiv rechtes Gedankengut in dir hast. Das merkt man dir einfach an. Ich glaube, dieser Hass auf Sek Plus liegt auch sehr daran, dass wir sehr multikulturell sind. Und das ist einfach ein Fakt für mich. Das ist meine Meinung, das kann ich nicht beweisen. Das ist aber meine ganz klare Meinung dazu. Diese Art und Weise ist richtig ekelhaft. Ich hasse dich, also ich hasse dich. So, die anderen, ich lache auch über dich, ich, so halb, so. Ich finde dich richtig ekelhaft. Ich glaube, wenn du einen Knopf hättest, der Kinder töten würde und du würdest dadurch Geld verdienen, du würdest diesen Knopf drücken. Das traue ich nicht mal dem Karlchen zu. Den halte ich auch schon jemanden, der Leute abzockt, aber du bist so ein Typ. Du würdest auch noch auf den Atombombenknopf drücken, wenn es dir Geld bringen würde. Das ist so dein Charakter. Das ist so, es geht nur um Geld und Menschlichkeit kann es bei dir gar nicht geben. Weil die kann einfach nicht stattfinden. Aber jetzt auch schon viel zu lange über dich, lieber Karl, Ralf. Das war nur für die Voicemail über Sek Plus, ich asozial, die Marke ich einfach asozial, der Matthias Plemmens übertreibt oder was du da auch geredet hast, ist mir auch scheißegal, du bist einfach eine Lachnummer, okay? So, das haben wir geklärt. Das ist mein komplettes Statement zu dem Matthias Nachbau-Video, mehr wird da nicht von mir kommen. Aber es gibt eine ganz klare andere Sache, die ich richtig krass finde. Wir haben jetzt gerade 4.57 Uhr, ich merke immer so die Kamera, guck, es war 4.57 Uhr und ja, ich habe mir das Matthias Nachbau-Video nicht komplett reingezogen, aber zu 90%. Mir wurden Stellen geschickt, wo über mich geredet wird, wo wichtige Sachen passieren. Ich habe mit Leuten geredet, was ist da wichtig, was ist unwichtig, dass ich das kurz durchseppe. Und dann habe ich mir aber das Pro-Pro-Statement komplett angeguckt. Ne? Und fairerweise, gebe ich das auch zu, habe ich mir ein paar Punkte am PC aufgeschrieben, an die ich mich jetzt erinnern wollte, wenn ich das Video mache, weil ich daran so schrecklich fand. Und ich finde sowieso in diesem ganzen YouTube-Trash-Thema in den letzten Jahren, wo viel geredet wurde, wo der gute dicke Onkel Bob, der bärtige Onkel, euch fertig gemacht hat, kamt ihr beide, ihr Pro-Pros, inklusive euren Geschäftspartnern, inklusive euren Investoren, sowieso viel zu gut weg. Ihr kamt viel zu gut weg. Ihr habt so, der Karl, der wurde richtig weggebasht, zu Recht. Und dann war so ein bisschen die Stimmung, okay, jetzt hat man aufgeklärt bei Karl, Wemmer, Casino, das. Und hat euch in Ruhe gelassen. Ihr habt aber dieselben Dinge, die er, habt ihr ja auch durchgezogen. Ihr habt ja auch Wemmer verkauft. Ihr hattet aber nicht diesen Image-Schaden. Und wir wissen ja auch intern, dass Profuel aus euch beiden Schweizern und aus den beiden Stuttgartern besteht. Und ihr euch gegenseitig hasst. Aber es ist natürlich eine Nutzbeziehung. Ihr seid unfassbar wichtig für Karl. Weil wenn nur Karl für Profuel werben würde, würden die gar nichts mehr verkaufen. Ihr habt, weil ihr den Hate nicht abbekommen habt, das noch so ein bisschen
fangt ihr das ab, füllt also auch die Taschen von Karl schön noch mit. Deswegen, sonst wird der Karl auch schon längst auf euch losgehen, weil er sich denkt, ey, wieso wird eigentlich nur ich hier gehatet? Die Pro-Pros haben doch dieselbe Scheiße gemacht. Und dass ihr euch gegenseitig nicht mögt, das sieht man auch, wenn man eure Videos schaut. Also wenn man die gemeinsamen Videos schaut, sieht man ganz kalkuliert, dass ihr euch hasst. Man sieht das einfach. Also ihr seid auch nicht authentisch. Ihr redet auch von Realness in eurem Video. Das redet ihr sowieso die ganze Zeit von. Ihr seid gar nicht real. Ihr seid die unrealsten auf der Welt. So, also diese ganze YouTube-Markt ist unreal. Jeder von euch fast. Also 99% von YouTube. Ich bin ja sogar der Meinung, dass die meisten Menschen auf der Welt schlecht sind. Aber reden wir jetzt nur von Fitness-YouTube. Seid ihr... sind eigentlich fast alle Abschaum. Also wirklich, ich finde fast alle scheiße. Mit Grund, ich könnte zu jedem eine Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum. Ich selber habe nur mit wenigen zu tun, außerhalb des Sekt Plus Camps. Und ansonsten sind alle bei Sekt Plus, die im Fitness-Game aktiv sind, sind wir alle meine Freunde. Nach außen habe ich nicht sehr viele Kontakte. Das weiß man ja auch. Und das hat auch seine Gründe. Es gibt da ein paar, die ich mag, so. Und das war's. Und das ist auch okay so. Sie haben Leben immer so. Aber ich, wie gesagt, ich sehe halt bei Fitness-YouTube, ich denke, Fitness-YouTube ist der heuchlerischste Markt. Ich habe noch nie gesehen im Kosmetikgeschäft, im Verkauf von Orangensaft oder bei dem Chef dieser Firma, dass er ein Video macht, wie er ein Bentley auf YouTube rumfährt. Also überhaupt dieses Geld zeigen, posen, sich nackt auf die Bühne stellen, was natürlich dazugehört. Aber das ist so im YouTube, Fitness-YouTube und Fitness-Game ist die Selbstbeweihräucherung sehr krass. Ich selber sehe mich als sogar der einzige Entrepreneur, der das nicht macht. Außer die natürlich, die man gar nicht sieht. So, ich bin in Erscheinung getreten irgendwann, aber mit einer ganz anderen Intention. Und zwar der Aufklärung. Jetzt mache ich auch mal ein paar lustige Sachen. Ich mache auch mal so ein paar Dings, aber ich probiere mich auch rat zu halten. Auf jeden Fall sehe ich das nicht als Selbstbeweihräucherung, sondern ich habe eigentlich immer eine Message, hoffe ich zumindest. Ja. Ich will mich jetzt auch nicht, das wäre ja Selbstbeweihräucherung, wenn ich sage, ich bin der Einzige. Aber ich finde so, damit will ich auch nicht sagen, die anderen machen das schlecht. Oder man darf das nicht. Ich finde es halt nur sehr verwunderlich, dass ihr alle so real seid, aber Autos, Geld und Sachen wie Wemmer und Abzocke einfach bei jedem von euch in der Historie stehen und bekannt sind, auch im Fitness-Game. Das machen viele, Seedsnow, viele andere auch, aber ihr seid natürlich für mich die Prototypen. Ne? Also ProPro und Just Essential, also Ralf Settele und Karl S. sind für mich die Prototypen im YouTube-Abzock-Angeb- und ekelhaften Game. Ne, deswegen finde ich auch richtig krass. Und dieses Video hat mich schockiert. Ich bin jetzt wieder relaxed. Ich wollte eigentlich so ein Ausflipper-Video machen. So bewusst. Ich dachte, ich gehe jetzt vor die Kamera und dann raste ich voll aus und fluch auf euch, weil ich geschockt war. Ich war wirklich geschockt. Also ich bin ja sowieso schon sehr lange. Ich gucke nicht viele Videos, aber die ausschlaggebenden Videos gucke ich mir so an. So kurz, die Seppe durch. Und ich fand das schon immer sehr bemerkenswert. Das ist Karl, also psychologisch einfach nur. Ich bin noch ein großer Fan von Psychologie. Marketing ist ja Psychologie. Ich betreibe Marketing und finde Psychologie auch privat sehr interessant. Und deswegen seid ihr natürlich sehr interessante Gestalten, gerade die Pro-Pros. Ich finde das, Karl und Ralf sind einfach so dumm. Das ist sehr durchsichtig, wie die funktionieren. Das checkt jeder, ne, wie die funktionieren, wie die lügen, wie die ihre Sachen einsetzen. Das ist nicht so durchdacht. Der Micha Janicek ist auch halt so ein Bauerntyp, so ein Tölpel. Der lügt viel, aber man durchschaut es auch schnell. Das ist so, als Beispiel bringe ich da mal diese Entschuldigungs-E-Mail an den Matthias Nachbur, woran man sieht, dass die gelogen ist, jetzt mal so psychologisch erklärt, meine Laien Wissen über Psychologie oder meine, was heißt meine Meinung? Psychologie gibt es ja keine richtig oder falsch. Es gibt ja Einschätzungen, Kenntnisse, persönliche Empfinden und vielleicht kann ein Psychologe das anders sehen. Ich erkläre mal kurz meinen Eindruck. Es wurde gesagt, dass man durch Zufall einen alten Freund mitgenommen hat, der irgendwie von der Straße ist oder ein gefährlicher Typ ist. Den hätte man gesagt, ja, der Nachbar, der Schuld und sowas, komm doch mal mit. Und dann wäre der Typ da eskaliert. So. Man hätte das natürlich nicht gewusst, man hätte ihn natürlich nur mitgenommen, wie man das so macht mit Typen, die man mitnimmt, wenn jemand Schuldmeinung hat. Das sind immer nette Jungs so. Und den nimmt man natürlich nicht, den nimmt man eigentlich mit für ein sachliches Gespräch. Dass der Typ dann droht, war den Pro-Pros natürlich fremd. So. Deswegen haben die ihn mitgenommen, damit der normal mit denen redet. Das ist natürlich schon ein bisschen heuchlerisch. Ich finde das an und für sich nicht so schlimm. Wenn jemand wirklich Schulden bei euch hat und er will die nicht bezahlen und jemand macht sogar mal Nachdruck, ist das theoretisch gar nicht so schlimm, solange das legal bleibt, so, wenn wirklich der Gegenüber so ist, aber hier glaubt man die ganze Story ja nicht, ne? Die ganze Story ist lächerlich. Dann wird eine E-Mail gezeigt als Entschuldigung, ne? Da muss man natürlich auch Matthias Nachdruck kritisieren, ganz schwach, wenn er weiß, es gab eine E-Mail, sollte man das natürlich nicht sagen, dass sich nicht entschuldigt wurde. Entschuldigt wurde sich.
Das ist richtig. Aber jetzt kommt es nur auf die Psychologie an, von Micha Janicek. Und zwar ist das eine E-Mail, die ist 4 Seiten lang. Da wird beteuert, dass einem der Termin leid tut. Da wird gesagt, meine Freundin kann das bezeugen und bitte nimm die Entschuldigung an und bitte. Und die kommt von Herzen und bitte nimm die Entschuldigung doch an und bitte und wirklich und wir lassen uns telefonieren. Ich muss morgen nach L.A. Es wird auch nochmal dabei erwähnt, dass man nach L.A. muss natürlich. Das ist sehr wichtig für ein Aufklärungsvideo, dass man nach L.A. muss. Das muss man noch kurz erwähnen, den Jet Set Lifestyle zu glorifizieren. Und ja, und auf jeden Fall, diese E-Mail ist ja total durchdacht so. Ne? Das ist so, wenn ich mich wirklich entschuldigen will. Also zum Beispiel, ich treffe mich mit einem Kumpel, der schuld mir noch was. Ich flipp aus, ich sag, du Arschloch, wenn du mir meine Kohle nicht gibst, dann hau ich dir auf die Mappe und geh nach Hause und geh in mich und denk, pff, das war zu hart so. Das war einfach zu hart, das war nicht okay. Dann hol ich eine Voicemail, dann schick ich eine Voicemail, sag ich, Bruder, schau mal, ich bin vorhin ausgeflippt. Ganz ehrlich, eigentlich, ne, es geht nur um Geld, es tut mir leid, ich bin eskaliert, das kann nicht passieren, bitte nimm, also, ich würde mich freuen, wenn du Schuld annimmst, ruf mich doch mal an. So eine Kurz, das ist Emotion, das heißt, Schuldgefühle, Emotionen, die in dir hochkommen, dann würdest du eine kurz und knappe Entschuldigung schreiben. Wieso? Du meinst die Entschuldigung ja ehrlich. Wenn du so eine E-Mail schreibst, in der du mehrmals dich für die Entschuldigung rechtfertigst, Zeugen für diese Entschuldigung holst, dann ist das wie ein Anwaltsschreiben. Das heißt auf Deutsch, die dritte Person, die den Nachdruck bei dem Nachbuhr verleihen sollte, Patrick Reiser, unser gewitzter Versicherungsmakler, und der Micha Janicek gehen nach Hause, reden drüber und sagen, oh, pass mal auf, jetzt haben wir den Typ bedroht, vielleicht hat er eine Voicemail, vielleicht zeigt er uns an, was machen wir jetzt. Und dann sagt natürlich der Patrick Reiser als abgewichster Typ, wozu ich später auch noch komme, wir müssen uns entschuldigen. Wir müssen den Typ jetzt eindämmen, dass er keine Anzeige macht. Wir haben Scheiße gebaut, wir haben hier juristische Grenzen übertreten, das kostet uns den Kopf und Kragen. Also setzt man sich hin und verfasst so einen Brief. Weil man den auch nicht ehrlich meint, diese Entschuldigung, schreibt man in diese Entschuldigung rein, meine Freundin kann bezeugen, ich meine es ernst, weil man rechtfertigt sich schon, dass, weil man denkt, der andere nimmt nicht an, es ist doch gar nichts passiert, es wurde ein bisschen bedroht, okay, aber wir sind Männer. Wir sind doch Männer, die bedrohen, dann... Das reicht nicht für diese Rechtfertigung. Das ist einfach, man sieht, das ist kalkuliert. Man will kalkuliert den Gegenüber davon abbringen, rechtliche Schritte oder weitere Schritte einzuleiten. Deswegen schreibt man einen Anwaltsbrief. Wie Anwälte Entschuldigung schreiben. Wie so ein Winkeladvokat das schreibt. Oder auch ein guter Anwalt. Weil im Anwaltsgame, so Entschuldigungen vor Gericht sind meistens gelogen. Weil die meisten bereuen ihre Tat. Oder oft halt, wenn sie einmal auf die Mappe gehauen haben, weil sie denken, sie waren im Recht. Bereut man die nicht, man will das Schmerzensgeld lindern. Pop, so ein kleines Schreiben, wo man sich rechtfertigt und oft klappt das natürlich auch vor Gericht. Weil vor Gericht reicht das, glaube ich, auch, ist auch okay. Wobei natürlich auch der Richter die Reue eigentlich glauben muss. Aber das ist so, ihr wisst, was ich mit anwaltsmäßig meine. Ne? Ihr wisst, das ist kalkuliert gewesen. Guckt euch das Video von den Propos nochmal an. Das ist zu kalkuliert. Erinnert euch alle dran, wenn ihr mal euren Freund beleidigt habt, eure Freundin beleidigt habt, wie ihr euch dann entschuldigt. Das ist ein anderes Vorgehen von Entschuldigung. Ja? Das ist jetzt nur der Warm-up für den Hauptgang, den ich hier servieren will. Jetzt ist einfach so, jetzt kommt Patrick Reiser ins Spiel. Ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Karl S., ekelhafter Typ, Abzocker, bewiesenermaßen, war bei SternTV. Okay, weiß jeder. Ralf Settele, für mich das Praying hinter Karl S., also der wirklich Böse. Weil das ist wie in der Politik. Wenn einer böse ist, die Marionettenspieler sind hinten dran. Ralf Settele ist für mich der Marionettenspieler von dem ganzen Karl S. Abzockkonstrukt. Weil Karl ist viel zu dumm. Der Ralf ist ein Nerd, der ist ein schlauer Typ. Nur ein ekelhaft böser schlauer Typ. Michael Janicek ist einfach ein Bauernopfer, ein Bauer, der Leute abziehen will, der einfach will eine dicke Uhr, der will so ein Whirlpool-Video mit Anja Seidler machen, wo er sagt, ich spende nicht, ich sitze lieber im Whirlpool, hat er ja gemacht bei der Ice Bucket Challenge. Aber dieser Patrick Reiser, das ist so ein ganz abgewichster Typ. Das ist so ein Typ vom Charakter, der klingelt meiner alten Oma, verkauft dir eine Versicherung, nimmt der alten Oma ihr Geld weg und lächelt noch dabei und geht heim, ohne sich zu schämen. Und er macht das verdammt schlau. Der gewinnt das Vertrauen der Oma, der gewinnt das Vertrauen der Menschen, der setzt in diesem Video, jetzt kommen wir zum Hauptteil meines Videos, was mich so richtig ankotzt, wo ich wirklich, ich muss kotzen, Leute, ich muss kotzen, als ich das gesehen habe, wo wirklich stilistisch perfekt, nahezu perfide, pervers und perfide, ja, wirklich auch pervers, von wie man das macht, eingesetzt wird, die Leute einzulullen. Es wird klipp und klar, es wird erstmal, es ist wie ein, also Wahnsinn, der Typ ist psychologisch hochinteressant. Ganz, also wirklich bösartig. Das ist so Serienkiller-Format, wo gute Psychologen, die wollen sich den Typ anschauen und wissen, wie funktioniert dieser geisteskranke Mensch. Natürlich nicht ganz so krass wie so ein abgewichster, perfekter Psychopath, der irgendwie davonkommt oder so, sondern man kann schon noch mit ein bisschen Bauernschleuer-Psychologie durchschauen.
Und das probiere ich jetzt zu machen und noch ein paar krasse Fakten zu nennen. Die krassen Fakten sind ja dann am Ende. Wir gehen jetzt erstmal psychologisch durch, was ich daran so ekelhaft finde und perfide. Und das ist, er guckt in die Kamera, er rechtfertigt, also erstmal, sie widerlegen gar nichts, was Matthias sagt. Sie stellen nur Matthias schlecht dar, das habe ich auch dahingestellt, vielleicht ist der auch schlecht, kann gut sein, aber sie widerlegen gar nichts. Der Michel Janicek probiert so ein bisschen, ist aber zu doof. Dann kommt natürlich Patrick Reiser ins Spiel. Der Playboy, der positive Lifestyle, der auch schon, das ist, war Kunst, der Steve Bentin perfekt hat auflaufen lassen auf der FIBO. Perfekt auflaufen. Ich bin auf Steve Bentins Seite, schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn er bei meiner komischen Firma ist. Ist halt ein guter Kerl. Da hat der Patrick Reiser perfekt Suggestion und Psychologie angewandt und sich in die Opferrolle gesetzt und den Steve Bentin als bösen Bodybuilder darstellen lassen. Der Böse, der mich hier gerade beleidigt, ist in die Opferrolle. Er hat sich quasi zum Schein ergeben, wie das mal ein ekelhaftes Buch verfasst hat, um das Opfer zu sein, um dann den Benefit mitzukriegen. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Also erstmal ist er total enttäuscht von Matthias Nachbar. Matthias war mein Bruder. Er war mein Bruder, wirklich. Ich bin so ein Mensch. Ich bin so ein Mensch, so. Ich mache alles aus Liebe zu euch. Und dann tritt er wie ein Politiker vor die Kamera, geht ganz nah an die Kamera und sagt, Leute, ich weiß, es gibt Leute, die hassen uns sowieso. Ich weiß, ihr hasst uns sowieso. Aber ich bin für die Leute, die uns lieben. Weil ich liebe euch. Ich liebe euch. Das heißt, er weiß, er ist in einer Situation, die quasi auswegslos ist. Ja, er will aber, sogar wegen der Zeit gucken. Er will aber die letzten Fans retten. Was macht er also? Die enttäuschten Fans, die aber eventuell echt noch Liebe in sich tragen. Wie so ein Danny DeCreek mal verliebt in die Propos war und dann auch, weil sie ihn nicht respektiert haben, zum Hater wurde. Also so sind ja viele Fans so. Er wollte in diesen Fans die Liebe wecken und heuchelt selber Liebe. Also er liebt plötzlich fremde Menschen, die er gar nicht kennt. Weil, nur weil sie ihn followern. Also ein Typ, der seine Fans, die er liebt, mit Wemmer bewiesenermaßen, juristisch bewiesen, abgezockt hat. Er redet also von Liebe, von einem Gefühl, das habt ihr für eure Mutter, euren Vater, eure Schwester, eure Freundin, eure Frau, euer Kind, euer Hund sogar. Ich liebe meinen Hund abgrundtief, das ist Liebe. Mein Hund ist nur ein Hund, für manche ist das nur ein Tier. Ich liebe dieses Tier von ganzem Herzen. Und ich könnte auch sagen, ich liebe meine Follower. Und das tue ich auch irgendwie. Aber das ist nicht Liebe, das ist Mögen. Man findet die geil. Ich glaube auch nicht, dass mich die Follower lieben. Die finden mich wenn geil und ich finde die geil. Das ist auch absolut okay. Allerdings muss ich sogar mich noch verteidigen, weil mein Content war immer auf meine Person bezogen und auf Aufklärung und auf, ich habe um Dank gebeten und der Dank kam. Natürlich entstehen dann Gefühle. Aber ich habe nie Autos, Geld oder irgendwas gezeigt. Weil das kann mit Liebe sowieso nichts zu tun haben. Also es kann... Man kann den Follower nicht lieben, wenn man ein Video mit seinem Auto macht, angibt einem Follower, der dieses Geld wahrscheinlich nie haben wird, und er liked das und er ist so. Das heißt, sie haben sich auf eine Stufe gehoben, wo sie so weit über ihren Followern stehen, dass Liebe gar nicht mehr Thema sein kann. Ich zum Beispiel antworte jedem meiner Follower. Sind vielleicht auch weniger bei als bei denen, aber es ist schon viel und ich antworte jedem. Da kann man wirklich noch von Freundschaft reden. Freundschaft würde ich das nennen. So, oder vielleicht brüderliche Liebe, aber das ist so. Aber er ganz perfide wird dann das Wort Liebe eingesetzt und die Fans, die vielleicht wirklich so eine Art Liebe oder irgendwas für die Jungs empfinden, zu halten. Es wird ganz klar gesagt, die uns nicht glauben, die nicht unseren positiven Lifestyle miterleben, die sind uns eh egal. Die nicht glauben, die glauben, dass wir Stoff nehmen, die wollen wir gar nicht umstimmen. Wir wollen die glauben, dass wir keinen Stoff nehmen, die wollen wir, die lieben wir. Das ist, nur um die Follower zu behalten, das ist also ganz kalkuliert. Ihr müsst euch mal vorstellen, was Liebe für ein hartes Wort ist. Durch Liebe sind Menschen bestimmt schon gestorben auf dieser Welt. Durch Liebe sind bestimmt schon viele gute und viele schlimme Dinge passiert, weil das einer der größten Mächte auf der Welt ist und einer der größten Grundbedürfnisse des Menschen. Und dieses Wort wird hier vergewaltigt, missbraucht, um weiter Profit aus den Leuten rauszuschlagen. Das heißt, man heuchelt Liebe vor. Es ist so ein bisschen, dieser Patrick Reiser ist so ein bisschen wie so ein Zuhälter, der seinen 20 Nutten erzählt, ich liebe euch alle. Geh für mich anschaffen, mach's für mich, ich liebe euch alle. Was ja irgendwie, damit will ich nicht die Follower als Nutten bezeichnen, aber diese Denkweise hat er. Er sagt ja auch, er wäre mal Zuhälter gewesen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. So ein Typ nimmt auf der Straße keinen Ernst, allein an seiner Optik, an seinen Haaren. Ich glaube das nicht, er behauptet das auch in dem Video, er war ein harter Junge, mag er sein. Vielleicht hat er da auf der Schule mal geschwänzt oder mal einem den Kaugummi geklaut oder so. Wenn er ein ganz krasser Typ war, pff, auch toll, interessiert mich auch nicht, aber gut, dann ist es halt so, ja.
Also ganz bewusst werden hier Wörter wie Liebe und Positive und die Videos machen wir nur aus Liebe. Nur aus Liebe machen wir diese Videos. Das hat gar nichts mit Geld, wieso Geld? Nein, Jet Set. Dann wird noch kurz erwähnt, dass man Pamela Anderson trainiert hat. Aus Liebe natürlich. Sie lieben Pamela. Das ist doch nicht wegen Business. Das ist Liebe. Also es ist so durchschaubar und heuchlerisch, aber auch perfekt gemacht. Weil sehr viele der Follower, der jungen Follower, fallen natürlich voll darauf rein. Es wird also gar nicht gerechtfertigt. Die Angriffspunkte werden totgeschwiegen. Es wird zugeben, man hat Scheiße gebaut, aber diese Scheiße hat man ja nicht selber gebaut. Die hat ja der Dritte gebaut, der dabei war. Und der war halt ein bisschen holprig. Dafür hat man sich ja anwaltmäßig entschuldigt. Deswegen ist man ja eigentlich okay. Ne? Das Naturalthema, auch nochmal ganz kurz. Das ist so für mich, ich denke aus sicherer Quelle zu wissen, die Jungs nehmen was. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie was nehmen. Aus ganz einfachen Gründen. Das ist mir zu trocken für Natural. Zu trocken einfach. Massig ist das okay. Und der zweite Punkt ist, diese Typen sind über Leichen gegangen, wieso nicht Testosteron nehmen? Also Testosteron hat nicht so viele Nebenwirkungen. Es gibt keinen moralischen und gesetzlichen Grund, nicht in ihrer Position als YouTuber, die damit Geld verdienen möchten, was ja so ist, Testosteron zu nehmen. Es bringt einen ganz klaren Vorteil. Die Vorteile, wenn man damit Geld verdient, überwiegen die Nachteile. Es gibt also keinen Grund. Es wäre auch nicht schlimm, wenn ihr das nehmen würdet und das sagen, nichts dazu sagen wird, aber dieses ständige, dieses ohne rot zu werden, wir haben noch nie, und auch diese Beispiele immer auf der Fibo von Patrick Reiser, ich habe sogar Angst vor Spritzen, das sagt ihr alle, ihr habt immer alle Angst vor Spritzen, ihr seid doch harte Jungs, du bist auf der einen Seite der harte Junge von der Straße, du hast Angst vor Spritzen, und jetzt kommt noch das ganz heuchlerische, ich habe noch nie Testosteron genommen, maximal ein Aspirin, so, also etwas nehmen, was so weit weg ist vom Testosteron, hätte jetzt gesagt, einen illegalen Testo-Booster, ich habe mit 16 mal Pro-Hormon, das ist ja so, aber nein, gar nichts, du hast nichts dessen genommen, du hast wirklich nur Aspirin. Also du nimmst eine Substanz, die in Amerika im Supermarkt frei verkäuflich ist, die hier deutschlandweit oder weltweit zu tausendfachen bei Kopfweh eingenommen wurden, die nimmst du, um nochmal so eine Barriere zu schaffen zwischen beiden. Genauso wie du auf der FIBO ganz bewusst erwähnt hast, du hast Angst vor Spritzen. Es hat gar keinen Sinn gemacht. Erstens, es gibt orale Steroide. Zweitens, Peptide, Wachstumshormone. Spritze dir einen Bauch, du wirst ja noch schaffen, eine Insulinspritze zu benutzen. Das heißt also, eine intramuskuläre Injektion hättest du eh nicht vornehmen müssen, um zu deinem Erfolg zu kommen. Winstrol, ein bisschen Wachs, wäre so das, was ich dich eh einschätzen würde, kannst du oral und über Subkutan zuführen. Und davor Angst zu haben, ist schon total idiotisch. Das ist auch so ein typisches Ding mit Steroide müssen gespritzt werden, denn das tut weh. Das ist ja alles nicht so. Das kann man ja auch ganz anders verabreichen. Und wenn dir ein guter Arzt das in Popo macht, wirst du gar nichts merken. Du siehst das Ding noch nicht mal. Also das kann mir niemand auf der Welt erzählen. Wenn du ins Krankenhaus kommst und du hast Thrombosegefahr, ne, du kriegst Thrombosespritzen, dann nimmst du die auch. Dann also, nein, ich habe Spritzen, aber ich bin voll erstrafft. Das ist voll lächerlich einfach so. Das heißt, es wird print, das daran erkennt ihr die Lüge. Dieses Geisteskranke. Man nimmt, weil dieses Beispiel würde ich nie nehmen. Wenn ich stehe bei uns zu dem Stoffthema, dass das aktuell ist, dass das bei Sek Plus auch bei manchen Athleten so ist, bei manchen Bodybuildern, dass ich selber meine Erfahrung gemacht habe, das ist ja, wir sind ja ganz anders, wir stehen ja dazu, wir haben da gar keine Hemmung. Das Ding ist nur, wenn ich das nicht nehmen würde, würde ich einfach sagen, ich nehme das nicht. Glaubt oder glaubt nicht. Dann mache ich nicht 28.000 Videos, in denen ich erkläre Aspirin, keine Spritzen. Ich rechtfertige mich nicht für eine Wahrheit. Für die Wahrheit rechtfertige ich mich einmal, vielleicht zweimal, keine 100 Mal. Die Wahrheit ist dann die Wahrheit. Also ich habe mich noch nie für etwas 100 Mal gerechtfertigt. Ich habe auch schon Dinge gemacht, wie manche YouTuber zu hart beleidigt, dann habe ich mich einmal entschuldigt und das war's. Ich habe nicht 25 Mal beteuert, wie schlimm das war. Nein, ich habe das einmal gesagt und dann ist okay, weil das kam aus meinem Herzen. Die Entschuldigung habe ich ernst gemeint. Also erwähne ich das einmal und keine 25 Mal. 5 vor 18, keine 25 Mal, weil das einfach lächerlich ist. So, ne? Und du, dieses Spritzenbeispiel ist also, das zeigt, du bringst sogar, ich habe sogar Angst vor Spritzen, ich kann gar keine Steroide nehmen. Das ist ungefähr so wie, das ist wie so ein Alibi. Ne? Und so ein Alibi bringt man also frühestens dann, wenn man bei der Polizei sitzt und im Verhör ist und das Alibi notwendig ist. Aber nicht auf der FIBO im Gespräch mit Steve Bentin. Und Steve Bentin ist ein super Typ, aber hat das jetzt auch nicht so psychologisch gemacht. Der hat sich ja nur verarscht. Das heißt, sich in so eine rechtfertigende kleine Rolle des armen Typen, der Spritzen hat, war völlig überzogen. Das heißt, es war eine kalkulierte Ausrede, die du in deinem Kopf vorbereitet hast. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten Einleitung. Ich rede ja immer viel, ich bin eine Laberbacke, ist ja so, ne? Aber vielleicht guckt es ja trotzdem einer ganz, ist das Wichtigste. Haben die runtergefallen? Jetzt kommen wir zu dem richtig perversen Teil. So, jetzt kommen wir zum Showdown nach 30 Minuten Einleitung.
was für ein ekelhaft kranker Mensch du bist. Was für ein ekelhaftes Schwein du bist. Also ihr seid alle Schweine, wie ihr da sitzt. Ihr seid, das ist richtig, also Schwein ist wieder ein hartes Wort, aber das ist Schweinerei. Das ist Schweinerei, was ihr mit den Leuten abzieht. Und nur, was ich jetzt sage, deswegen mache ich heute das Video, sonst hätte ich geschwiegen, das geht so nicht. Und dann wird auch noch ein krasseres Video kommen mit einer Person, um die es auch geht. Das geht so einfach nicht, was ihr abzieht. Was ihr abzieht, das ist komplett die Leute verarscht. Ihr verarscht nicht nur eure Follower und den Menschen, denen ihr Liebe vorheuchelt, damit sie euch lieben und euren Scheiß kaufen, weil das ist wirklich nur zum Verkauf. Das ist ja wirklich nur zum Verkauf. So, ne? Also das hat ja gar keinen anderen Grund. Das ist, diese Videos haben ja mit Liebe nichts. Ihr seid ja keine Künstler oder so. Also das ist ja nicht so, das ist so, ich habe ja viele Freunde, die bekannte Rapper sind, wenn die so einen Song schreiben aus Herzen, dann ist das glaubhaft, so dass halt auch mal ein Song, also so, auch so, nehmen wir einen Free-Track, der wirklich for free auch rauskommt, der dann irgendwie um ein Thema geht, was einem am Herzen liegt, dann ist das aus Liebe und unabhängig von der CD, die bald kommt, mit der natürlich auch Geld verdient werden muss, weil jeder Mensch muss ja mit seinem Geschäft Geld verdienen. Das ist auch nicht schlimm, das zuzugeben, das muss ich, das müssen die meine Freunde, die rappen, das müssen die Leute bei mir, die kämpfen, also die Fighter sind, damit ihr Geld verdienen, das müsst ihr als YouTuber, ihr müsst damit Geld verdienen. Das ist gar nicht das Problem. Ihr könnt ja alle Geld verdienen, aber auf ehrliche Art und Weise. Und nicht die Leute verarschen und für dumm verkaufen und in irgendwelche falsche Werte und irgendwelche falsche, kranke, perfide Scheiße implantieren. Das geht so nicht. Das geht halt wirklich nicht. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen ausgeschwenkt, jetzt kommen wir zum Punkt. Das wird doch nicht geschnitten, das hier, egal wie lange es dauert, damit es nicht nachher heißt, er hat gecuttet und nachgedacht und dies und das. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Habe jetzt eh wenig drauf geguckt, aber ich gucke nochmal drauf, was ich da so geschrieben habe. Ja, genau. Das war der wichtigste Punkt, auf den ich kommen wollte. Du setzt dich dahin, ne, lieber Patrick. Du bist auch direkt angesprochen. Also ja, alle. Der kleine Dicke in der Ecke, der die Verträge macht, der Hohlkopf, Michael Janicek und du, Patrick, ihr seid direkt von mir angesprochen. Das hier ist auch eine direkte Ansage, dass jetzt reicht so. Ne? Ihr habt viel zu wenig Hate abbekommen, viel zu wenig Leute. Ich finde das sehr, sehr schade, dass der Onkel Bob da damals nicht durchgezogen hat bei euch. Das hätte er wirklich durchziehen müssen. Er hat es nicht gemacht wegen den Fans und sowas trotz, aber eigentlich hätte er volle Kanne durchziehen müssen, weil er hat heftige Sachen gegen euch gewusst und in der Hand gehabt und wie ihr zum Beispiel in Amerika eure Ex-Freundin voll verraten habt, also verkauft habt. Ihr habt ein nettes Mädchen, so, ich habe nichts für die, nichts gegen die, aber ein nettes Mädchen eigentlich, so, die euch nichts völlig verkauft, um den Bob auf eure Seite zu ziehen. Ihr habt sie gezinkt und verkauft auf ekelhafte Weise. Ein Mensch, der teilweise mit euch in einem Bett geschlafen hat, der wirklich euer Freund war, weil auch eine Freundin oder ein Freund ist ja ein Freund, ja, den man liebt ja seine Freunde, wie eben erklärt, oder man liebt oder sehr starkes Mögen, habt ihr an den Bob, das kann der Bob hier bestätigen, eiskalt verkauft. Einfach verkauft, für den Schein zu wahren, dass der Bob euch nicht rasiert. Ihr habt ein Menschenleben, der, und ich weiß, dass dieser Mensch an euch noch gehangen hat zu der Zeit, weil ich Kontakt mit diesem Menschen hatte, den habt ihr eiskalt verkauft. Ich war geschockt. Ich krieg grad Gänsehaut. Sieht man das? Ja? Ich war geschockt. Ein Menschen, egal ob man den mag oder nicht, man hat eine gemeinsame, den habt ihr radikal verkauft. Gezinkt, eine Sache über ihn verkauft. Ich habe gekotzt. Ich hatte mit dem Bob Kontakt zu der Zeit. Ich habe auch die SMS-Verläufe gesehen. Der Bob hat auch gekotzt. Ich krieg gerade wirklich Hass in mir. Ich krieg richtig auf euch. Ich habe richtig Hass. Das Video bringt mir verkaufstechnisch gar nichts. Also das hat das hier mit Senklus zu tun. Ich habe eine Jacke an, hier liegt ein Logo. Das habe ich aber immer. Aber ich habe richtigen Hass auf euch. Und diesen Menschen habt ihr eiskalt verkauft. Und jetzt kommen wir zum nächsten Menschen. Und zwar, da muss ich wirklich kotzen, Patrick. Da muss ich richtig einen Haufen, so viel kann ich gar nicht fressen. Und ich esse wirklich viel, wie ich kotzen möchte. Wenn ich das höre. Du sagst, das ist hier aufgeschrieben, ich bin ein Ehrenmann. Das ist schon so, boah, okay, das Thema Wort Ehrenmann wurde sowieso vergewaltigt, auch in den letzten Jahren irgendwie, weil das jetzt jeder benutzt, das wird irgendwie einer als mal benutzt, hat jeder gemacht. Und irgendwie jeder ist ein Ehrenmann und Löwe heute. So in Facebook vor allen Dingen, ich meine gar nicht jetzt öffentliche Personen, sondern Facebook, man sieht nur noch Löwen, Ehrenmänner, Bärte, so irgendwie, das ist alles so suggeriert, so diese ganzen Facebook-Postings von den Menschen immer wieder, das ist so. Ich finde eigentlich, die Wörter fand ich auch mal schön so, aber mittlerweile haben die Leute die einfach vergewaltigt, ne? Deswegen ist das eigentlich, machst du, aber du bist eigentlich, du hast das so komplett vergewaltigt, weil du hast so, ihr habt gar keine Ehre. Ihr habt null Ehre. Und ich weiß das ja faktum. Ich weiß ja faktum, dass das gelogen ist. Du sagst, bei mir, da ist ein Vertrag mit Handschlag, ich mache ja nur Handschlagsverträge, ich bin ja oldschool. Übrigens mit oldschool meintest du ganz genau, dass du ihn schlagen willst. Weil du erzählst ja, dass du früher ein harter Typ warst und du benutzt Oldschool und es gibt die dritte Person aus deinem Vorleben. Das heißt, in dieser Voicemail war Oldschool ganz klar für, es gibt auf die Mappe. Wenn du nicht abdrückst, Matthias Nachbuhr, dann gibt's hier auf die Mappe. Das war ganz klar. Das meintest du mit Oldschool. Jetzt rechtfertigst du Oldschool und sagst,
Pass mal auf, Kinder, ich bin oldschool. Ich mache ja keine Verträge. Ihr habt doch nur Verträge. Ich zum Beispiel, das ist wirklich die Wahrheit, da könnt ihr jeden fragen, hab fast keine Verträge. Nur mit Menschen, die möchten. Bei mir ist es wirklich auf Handschlag. Von all meine Deals laufen auf Handschlag. Ich habe mehr Handschlag-Deals als Verträge und die Verträge meistens nicht von meiner Seite. Manchmal will ja auch ein Athlet das haben für Finanzamt, was weiß ich, oder wofür das immer braucht. Ich habe wirklich keine. Also das ist so ein bisschen, du klaust auch noch meine Philosophie, verkaufst jetzt eine, weil du bist der ekelhafte Vertragstyp. Und woher ich das weiß? Weil ich, Debbie, das ist ja ihr Vertrag, den ihr da eigentlich, ihr redet ja über Debbie fiktiv, ich habe die doch bei euch aus dem Vertrag geholt. Was laberst du für eine Scheiße? Ich war doch dabei, wie ihr sie nötigen wolltet und erpressen wolltet. Ich habe das doch geklärt. Was erzählst du da für eine Scheiße? Was erzählst du von Handschlag, Oldschool, Ehrenmann, du hast Verträge. Du, Patrick Reiser, hast Debbie moralisch unter Druck gesetzt, per Telefon nachts, als der erste Sekt-Plus-Post kam, als so ein bisschen die Stimmung kam, Debbie hat mit mir Kontakt und kommt vielleicht zu Sekt-Plus, wo sie noch bei der Essential unter Vertrag war, aber mit Sekt-Plus am Anwenden war, weil wir ein persönliches Gespräch haben und uns durch Nico kennengelernt haben und sie mir ihr Leid geklagt hat, was ihr mit der dann in Österreich, in der Schweiz abzieht. Aus Mitleid, und also nicht böse gemeint, sondern wirklich aus Mitgefühl habe ich sie auf Handschlag, ich wollte nichts dafür haben, das kann Debbie bestimmt bestätigen, also kann jeder, das kann Nico bestätigen, Debbie, habe ich die bei euch aus dem Vertrag rausgeklagt, mit meinem Anwalt, weil der krass ist, weil Debbie Angst vor euch hatte. Debbie hatte Angst vor euch und ihr habt Debbie gezwungen, zu ekelhaften Konditionen, zu vertragswidrigen Konditionen zu behalten. Und mit Druck per Telefon, ein 20-jähriges Mädchen, habt ihr nachts, sie hat mich angerufen, 20 Mal angerufen, unter Druck gesetzt. Ihr habt sie klipp und klar unter Druck gesetzt. Geh an dein Telefon. Da sind SMS gefallen, wir müssen reden. Ralf Sette hat sie angerufen. Du hast sie angerufen. Ihr habt, das ist wie Menschenhandel. Das ist Unterdrückung und ein 20-jähriges Mädchen. Wir reden nicht von so einem Typ wie mir. Ruft mich 100 Mal an und beleidigt und bedroht mich. Kein Problem. Ich bin auch so ein Typ. Aber ein 20-jähriges Mädchen, was euch ein halbes Jahr vorher geklagt hat, dass sie durch den Vertrag Depressionen hat. Und mit diesem Management-Deal nicht mehr klarkommt und sich unterdrückt und verarscht gefühlt hat. Und er hat dir das am Tisch erzählt. Und das ist so, sie hat es mir erzählt. Jetzt könnte man sagen, sie lügt. Aber ich habe ja den ganzen Anwaltsprozess, habe ich sie eigentlich geführt für Debbie. Natürlich offiziell Debbie, aber eigentlich steckte ich dahinter, weil ich ihnen Gefallen getan habe. Weil sie alleine nicht das mit euch durchgestanden hätte. Sie hatte Angst, das durchzuziehen. Sie hatte Angst vor den rechtlichen Konsequenzen. Sie wusste es nicht und sie hatte Angst vor euch. Es gab diese bekannte Nacht, wo der Profil-Account total peinlicherweise sich mit mir gestritten hat in meinem privaten Instagram-Account. In dieser Nacht hat mich Debbie angerufen und hat gesagt, ich habe Angst, dass diese Menschen vor meiner Haustür stehen und wegen diesem Beef, den du jetzt gerade machst. Und ich habe gesagt, wir sichern nicht ab, dir passiert gar nichts. Ich muss dabei sagen, ich bin mir sicher, ihr hättet nicht vor die Haustür gegangen. Ich behaupte das nicht. Aber dass ein 20-jähriges Mädchen mich anruft und diese Angst, ich rede schon wieder Gänsehaut, diese Angst überhaupt hat, zeigt doch, wie krankhaft ihr seid. Und jetzt macht ihr ein Video, wo ihr vom Ehrenmann erzählt, von Handschlag, wie könnt ihr einen Menschen, ein 20-jähriges Mädchen, was aus dem Vertrag sichtlich raus möchte, egal ob der Vertrag richtig oder falsch gewesen wäre, wie könnt ihr den in diesem Vertrag lassen? Wie könnt ihr kein Mitgefühl empfinden für ein Mädchen, was euch erzählt, Depressionen zu haben wegen der Scheiße? Wie könnt ihr da, was der Vertrag, den muss man sofort zerreißen, was seid ihr für Menschen, was stimmt mit euch nicht, wirklich? Ich krieg White Rage und stehe dazu, dass White Rage ist. Das geht gar nicht, das ist das allerletzte, was ich je in meinem verkackten Leben gesehen habe. Das ist das allerletzte. Ihr seid Abschaum. Das ist wirklich ekelhaft. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Fettsack in der Ecke, der von Verträgen redet. Dieser Typ, namens Dario, oder wie der Pisser heißt, wirklich, ne, hat den Vertrag mit Debbie aufgesetzt. Er sagt in diesem Video, dieser Vertrag wurde von beiden Parteien gemacht in Einwilligung. Man konnte diesen Vertrag mit nach Hause nehmen. Dieser Vertrag war nicht sittenwidrig und man konnte über den Vertrag schlafen. Das ist eine klare Lüge. Dieser Vertrag mit Debbie wurde nachts im Subway in Köln gemacht. Da war sie damals, glaube ich, 19, wenn ich mich, oder 20, ich verwechsel mir ihr Alter. Da wurde ihr von, sie war Pro-Pro-Fan. Man hat einen Fan auf der FIBO oder ich weiß nicht genau, wo es war, aber es war in Köln, sagt sie. Und das stimmt auch, weil das, ich habe den Vertrag ja gelesen und alles weitere. Das muss stimmen. Also das stimmt 100%. Das ist plastisch. Wurde ein Vertrag vorgelegt. Ihr wurde gesagt, Debbie, du hast 20.000 Follower. Unterschreib jetzt diesen Vertrag. Oder niemals. Es wurde klipp und klar gesagt, du unterschreibst heute im Subway oder niemals. Es gibt kein, wir haben jetzt eine gute Stimmung, wir sitzen hier, 5 Männer und eine Frau. Das ist psychologische Unterdrückung. Das ist, sie konnte mit 20 oder 19 Jahren nicht reflektieren, was sie dort unterschreibt. Das konnte sie nicht.
Das war für sie zu viel. Sie war Fan von euch. Ihr habt ein junges Mädchen, was Fan von euch war, genötigt, diesen Vertrag zu unterschreiben, ohne dass ein Erwachsener, also ein, sag ich mal, ein Geschäftsmann, der Ahnung vom Game hat, oder ein Manager oder ein Anwalt, drüber schaut. Ihr habt ihr diese Option nicht gelassen. Und als Fan von euch hat sie gedacht, ist das alles geil, ich unterschreibe den Vertrag, das ist für mich der Wahnsinn. Ein Jahr später, wo sie voll durch die Decke ging und wo sie mal mitbekommen, was für Typen ihr seid, hat sie gemerkt, Moment mal, ich habe dort einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einer Gage, die einfach nicht okay ist und ich muss noch alles andere an euch abdrücken, was zu 50%, ich habe das gelesen, mein Anwalt hat, wir haben die Klage gewonnen, weil es sittenwidrig war, das ist der nächste Punkt. Wenn der Vertrag, sagt dieser Dario, wenn, oder der mit der Mütze, wenn der Dario heißt, ich glaube, das ist dieser Dario, ja? Wenn dieser Vertrag sittenwidrig wäre, dann wird das ja Luft, es war Luft. Unser Anwalt hat das vor euren Augen zerrissen. Danach habt ihr zwar noch einen Brief geschrieben, aber der war voll albern. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, was einzuklagen, aber könnt ihr ja machen. Aber ihr, das ist ja schon monatelang her. Ihr werdet nicht einklagen, weil das jedes Gericht zerreißt, dass der Vertrag war sittenwidrig. Der hat aber ein junges Mädchen mit 20 Jahren, die hat Angst gehabt. Die hatte nicht die Mittel für einen krassen Anwalt. Die hatte nicht die Mittel, um die Verhandlung überhaupt zu überstehen, finanziell. Weil ich habe ihr gesagt, wenn das zur Verhandlung kommt, stehe ich hinter dir. Wir ziehen dieses Ding durch, mach dir keine Sorgen. Und es kam ja auch noch so weit. Es ist ja dann der eine Abend passiert. Also ganz kurz um diese Anrufe. Das war so, ich habe eine Kleinigkeit gepostet. Ein Post, bei ihr sind Anrufe eingekommen. Sehr intensiv, nachts. Das war halb eins, 2 Uhr. Ich saß gerade in Trier im Shisha-Café, habe die Postings gemacht, habe meinen Spaß gehabt. Dann mit Profil, das war auch am selben Tag oder ein paar Stunden später halt. Ne? Mittags kam der Post und das jetzt nochmal, ich bin noch nicht mehr ganz die Zeiten, aber okay so. Und da wurde massiv angerufen, Ralf Settele, Patrick Reiser. Ich habe auch Screenshots von den Anrufen gesehen. Ganz vehement, wir müssen reden. Kein 20-jähriges Mädchen muss nachts mit euch reden, wenn ihr das möchtet. Wenn sie nicht möchte, will sie nicht. Wenn ihr im Club eine Frau fragt, willst du mir was trinken? Sagt nein, ist nein. Das erste Nein ist Nein. Es gibt kein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Das gibt's gar nicht, wenn ihr Ehrenmänner seid, wie ihr sagt, ihr Pisser. Ja? Das, also diese 12 Anrufe, absolut unter aller Sau. Nachts, das hat ihr Angst gemacht. Sie hat mir das erzählt, dass sie Angst macht und ich habe gesagt, wir klären das schon. Am darauffolgenden Tag habe ich einfach die Postingdichte verhärtet. Ich glaube, Farid hat noch ein Bild von ihr gepostet mit Riegel. Und hat was Witziges geschrieben und dann ist Ruhe eingekehrt. Dann haben die Jungs gemerkt, okay, der Matthias lässt seine Reichweite walten, der nimmt das Ding ernst, der nimmt ihn in Schutz und dann ist plötzlich Ruhe eingekehrt. Dann haben die Anrufe aufgehört. Ja, also plötzlich durch quasi unseren Schutz oder, das hört sich jetzt wieder so Dings an, ich fange an zu schwitzen vor Wut, durch unser, weil man dachte, okay, man hat jetzt einen starken Gegner, man hat jetzt nicht mehr dieses 20-jährige Mädchen, was man ausschlachten kann, man hat jetzt Jungs auf der Gegenseite, die wissen, wie man Politik macht und Krieg führt, ja, so den Online-Krieg meine ich jetzt, ja, dann hat man aufgehört, okay, dann war ja schon der laufende Prozess, mein Anwalt hat euch die Kündigung geschrieben, das ist natürlich dann auch ihr Anwalt, also unser Anwalt, das ist auch der Anwalt von vielen meiner Freunde und daraufhin kam ein Schreiben zurück, was ein reines Drohschreiben war, auch die Worte meines Anwalts, es kam Drohschreiben, in dem gesagt wurde, ihr seid im Unrecht, wir haben ein Recht auf dich, Debbie, und ich weiß nicht mehr ganz genau, sind Vertragsstrafen bis 250.000 Euro fällig. Ihr habt also letzte Chance genutzt, ihr wusstet, okay, guter Anwalt, der Clemens kann da dahinter stecken, aber wir hauen das Ding nochmal raus, um die Debbie zu verunsichern. Genau das ist auch passiert. Debbie sagt zu mir, ah, ich weiß nicht, und 52.000 Euro, und soll ich wirklich gehen, und wie ist das wirklich, weil sie musste ja auch mir vertrauen, und ich sage, wir supporten dich bis zum Ende. Sie hat also Angst bekommen. Und das ist auch die Meinung unseres Anwalts gewesen, dass es eine reine Panikmache war. Perfekt, wieder perfide, am selben Abend schreibt Patrick Reiser. Hallo Debbie. Es tut mir leid, dass wir dieses Schreiben rausschicken mussten. Bla, 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 bla. Ich will ja so klären. Wie auch im Video erklärt von euch. Dario sagt, wir müssen Verträge, die Menschen sind link. Ich brauche übrigens keine. Link, bla, 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 bla. Aber der Patrick, der will keine. Genauso spielt ihr euer Spiel mit allen Menschen. Das ist Politik. Das ist ein aufgesetztes, perfides, krankes Spiel. Der Dario schreibt den Anwaltsbrief. Ganz ekelhaft, der ein 20-jähriges Mädchen ihr Angst macht, trotz dass ich und ein guter Anwalt dahinter stehen. Angst haben die Menschen bei sowas einfach. Weil, was denkt sie? Sie denkt, okay, vielleicht redet der Matthias, vielleicht supportet er mich nicht. Wenn 250.000 Euro stimmen, die hat Sek Plus auch nicht. Ne? Und dann, wenn die das hätten, dann bin ich denen das schuldig oder wie? Die Zahl war natürlich total fiktiv. Ihr habt die einfach hoch angesetzt, was man immer so macht, aber in diesem Fall total fiktiv. Ja? Und
falls es weniger waren, ich weiß das nicht mehr, 1000, aber war eine ganz exorbitante Zahl. Die Maximalstrafe natürlich. Das war juristisch, wahrscheinlich strafrechtlich okay, aber die niemals eintritt, wie das oft so ist mit Maximalstrafen und was im Endeffekt passiert. Das weiß man ja aus Vergleichen, dies, das, die Leute mit Juristerei und die so viel Verhandlungen haben wie wir, die wissen, wie das läuft. Es geht nur darum, dass man natürlich mit dieser maximalen Strafe, die möglich wäre, ihr so in Angst machen wollte, dass sie zurückzieht. Trotz Sekklus, trotz dem guten Anwalt. Also wird ihr nochmal eine SMS geschrieben. Wir können nochmal reden. Da kommt wieder der Patrick Reiser ins Spiel. Der perverse, perfide und kranke, na gut, perverse und krank ist dasselbe, Versicherungsmakler, der dann den Guten spielt, der den guten Bullen spielt, der dann sagt, komm, wir können nochmal reden und dies und das. Ja, ekelhaft. Ihr seid einfach ekelhaft. Das ist wirklich, ihr seid ekelhaft. Das ist das allerletzte, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist pervers, das ist Prostitution. Ihr versucht, Menschen zu prostituieren. Nicht über sexuelle Dienste, aber das ist Prostitution. Ihr wollt Menschen, die euch mitteilen, dass sie leiden unter der Geschäftsbeziehung, ganz klar mit Nachdruck, mit ekelhaften Mitteln bei euch behalten. Egal, wie es diesem Menschen geht. Egal, ob dieser Mensch euch sagt, er ist depressiv bei euch. Und ihr könnt von Abzocke gar nicht reden. Ihr könnt von Abzocke gar nicht reden, weil Debbie hat zu mir gesagt, und das glaube ich auch, ich lerne nur daraus, ich will gar keinen neuen Sponsor, ich möchte einfach nur da weg, weil es mich deprimiert, runterzieht, keiner ist mehr da, ich bin der einzige Dude, der noch da ist, alle kamen irgendwie raus, nur ich nicht, die Seidler kam raus, der Dingsbums, ich kenne die leider alle nicht, kam raus, nur ich bin noch da. Ja? Also das war sehr, sehr ehrlich, das hat gar keine, ich habe sie jetzt auch kennengelernt die letzten Monate, das ist alles keine Heuchelei, das ist einfach die Wahrheit, das ist so, das war eine menschliche Entscheidung, das war keine Business-Entscheidung, das war kein abgewichster 30-jähriger Typ, der hier ein Angebot hatte von einer anderen Firma, hochdotiert und euch abziehen wollte und euren Fame geerntet habt. Ihr hattet einen Managervertrag mit ihr, in dem sie 50% von anderen Einnahmen abdrücken soll. Und ihr habt nichts für sie getan. Ihr habt diesen Managervertrag nie erfüllt. Dieselben Verträge haben Just Essential damals mit Jill und Cy gehabt. Da habe ich auch die Verträge gesehen. Also das sind ja eure Gang und Gäbe Verträge. Und dieser Vertrag war sittenwidrig. Das habt ihr auch schwarz auf weiß. Unser Anwalt hat euch geschrieben, dieser Vertrag ist sittenwidrig. Das habt, also, dass ihr da sagt, der ist nicht sittenwidrig, ist einfach eine Lüge. Das ist, der, und er ist ja zerrissen. Der ist ja so, hier, was ist das hier? Labortest. So, das ist euer Vertrag mit Debbie. Der ist futsch. Ihr könntet theoretisch noch klagen versuchen, das kann man immer. Man kann auch jemanden verklagen, wenn der gar nichts getan hat. Aber man verliert am Ende. Aber wenn er nicht sittenwidrig, und ihr hättet schon längst in den letzten Monaten die Klage eingereicht oder was getan, wenn ihr was tun könnt, aber ihr könnt nichts tun, weil dieser Vertrag sittenwidrig ist. Und ihr könnt euch auch in diesem Video nicht rausreden, weil ihr seid Heuchler und Lügner. Und zu 99% seid ihr auch voll auf Stoff. Aber das juckt mich noch nicht mal. Aber es geht um die Art und Weise, was da erzählt wird. Da wird nochmal, wenn wir hier reingucken, was ich mir aufgeschrieben habe, junge Frauen werden unter Druck gesetzt. Das ist 12-mal anrufen, ist unter Druck setzen. Wenn eine Frau, und ich sage bewusst Frau, weil bei Männern kann man schon mal härtere Bandagen anziehen als beim 20-jährigen Mädchen, was scheinbar depressiv wurde durch die Zusammenarbeit. 10-mal anruft, ist das ein Druck, der aufgebaut wird, ein psychologischer Druck. Und wenn dieses Mädchen Angst hat, dass jemand vor der Haustür steht, ist das schon ganz schön erbärmlich. Und da geht es nicht darum, ob ihr da stehen würdet, dass diese Angst, die überhaupt in ihr ist, ist krank. Und das habt ihr ausgestrahlt. Sie hatte Angst, zur Expo zu gehen und euch da zu treffen und wieder angelabert zu werden. Und ich muss dir sagen, dann geh nicht hin oder sollen wir da hinkommen und da irgendwie gucken und machen. Also das ist, dass überhaupt ihr wisst, oder sagen wir es ganz anders, ihr wisst, dass dein Mädchen ist, was Angst vor euch hat und ihr spielt das Spiel eiskalt weiter. Das ist das allerletzte. Und ich soll tot umfallen, bitte tot umfallen, wenn hier ein Wort gelogen wird. Wenn ich ein Datum oder eine Zahl aus dem Anwaltsbrief ein bisschen falsch, das kann, aber wenn hier ein Wort gelogen wird, soll ich tot umfallen. Und wenn ihr nicht das Ekelhafteste seid, was da draußen rumrennt, damit meine ich euch, Propros, mit diesem dicken Dario, mit Just Essential, mit Karl S., Greifzettel, wenn ihr nicht das Ekelhafteste seid, was draußen rumrennt, dann weiß ich auch nicht. Ihr seid das Ekelhafteste. Ihr seid Psychopathen, ihr seid zum Teil Psychopathen, zum Teil Soziopathen. Ja, das ist dasselbe wie ein Karl S. beleidigt die ganze Welt, er beleidigt jeden. Er hat auch Frauen beleidigt mit, dann wird der Hater derbe anal genommen. Damit hat der Cornelia Ritzke damals gemeint. Dann werden YouTube-Kanäle gelöscht. Man kann sogar im Darknet ein Menschenleben kaufen, hat er mal im Video gesagt. Und hat viele Leute Hurensohn genannt. Dieses perverse Schwein, der so viele Leute gedemütigt hat, wird dann später von unserer Seite in einem Rap beleidigt und macht eine Anzeige und steckt sich noch die Kohle ein, wo man sich denkt, das ist doch psychopathisch. Dasselbe, was man tut, das
klagt man woanders bis zur letzten Instanz ein. Das ist Psychopathie. Das ist richtig psychopathisch. Es geht nur um Geld, egal ob man im Recht ist. Es geht nicht nur um gesetzliches Recht, es geht auch um moralisches Recht. Ich zum Beispiel habe so oft die Fresse aufgerissen. Ja? Wenn mich jetzt jemand beleidigt, würde ich niemals eine Anzeige machen, weil ich wäre ein Heuchler, weil ich selber schon leider Leute hart beleidigt habe. Das ist so, wie im Rap-Game ja auch. Der Rapper beleidigt den, der beleidigt den. Und normalerweise, 99% passiert auch keine Anzeige, weil alle im selben Jargon sind. Und Fitness und Rap sind sowieso für mich mittlerweile eine Welt. Deswegen hätte diese Beleidigung sowieso akzeptiert werden müssen. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier rein zum Ende des Videos. 5 Minuten, viel zu lange. Ich bin voll im Arsch, habe richtig Kopfweh von der Wut. Aber ich mir noch was Wichtiges aufgeschrieben habe. Ne? Ich noch was sagen wollte, Rebelvertrag, Nachdruck, eine freie Wahl. Ich habe das eben mal wieder mitgeschrieben, ich bin sehr müde, aber ich wollte das jetzt noch aus Emotionen raushauen, damit die Scheiße raus ist. Ne? Ja, nee, eigentlich habe ich alles gesagt. Ach, so eine Sache noch, was ich auch total ekelhaft finde. Ihr schwört in dem Video auf eure Mutter. Klipp und klar, hart wird auf die Mutter geschwört. Die Mutter wusste von diesen Bedrohungen. Die Mutter weiß alles. Das wird immer wieder, wird auch hier die Familie als Beispiel für die Ehrlichkeit genannt. Das heißt, ihr seid so schamlos, so pervers, dass ihr sogar eure Eltern und eure Freunde und Freundinnen mit da reinzieht. Ich habe noch nie in meinem Leben für irgendeine Sache meine Familie benutzt, um die Wahrheit zu untermauern. Das macht man nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man augenscheinlich wie ihr ganz klar lügt. Aber auch sonst ist das ganz ekelhaft. Das ist so wirklich, ihr habt nicht mal Respekt vor euch, vor eurer eigenen Familie. Weil das ist ständig bei euch so. Überhaupt auf die Mutter bei so einem Thema zu schwören. Was schwört ihr da auf die Mutter? Also nicht so, ich schwöre auf meine Mutter als Satz, sondern nein, ich schwöre auf meine Mutter. In die Kamera. Ich schwöre, um dem Follower wirklich zu sagen, guck mal, wir lieben euch. Wir schwören auf die Eltern. Das hier muss, ich bin am Schwitzen vor Wut, das muss doch ehrlich sein. So, das ist krankhaft. Das ist wirklich ekelhaft, krank und abscheulich, ja. Und vor allen Dingen auch bei Wemmer, die meine Mutter nimmt das auch jedes Mal. Also diese Karte, um das auch psychologisch den Followern, die vielleicht nicht so weit denken, wie jemand der Psychologie ein bisschen mag oder so, zu erklären, diese Karte wird ja nicht einmal gespielt. Diese Mutter-Bezeugungskarte, die Freundin, wird ja ständig gespielt. Die wird ja in diesem kranken YouTube-Game von diesen Pro-Pros seit Jahren gespielt. Die wurde auch bei dem Bob gespielt in Amerika. Guck mal hier, meine Mutter nimmt auch Wemmer. Das muss doch gut sein. Ich habe doch hier einen SMS-Verlauf, der für mich sogar gefaked war. Richtig krank. Auch ihre Texte, die schreiben, die sind so durchdacht. Bei mir zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, gibt's oft Texte, die sind mit Tippfehlern vom iPhone und dies und das und aus dem Auto geschrieben und in Wut. Das sieht man an diesen Texten, dass sie eigentlich ehrlich sind, weil wie das Video hier, das kommt ja aus einer Wut heraus. Wut, dann ist man besoffen und wütende Menschen sind und kleine Kinder sind sehr, sehr ehrliche Menschen. Also in diesem Moment auf jeden Fall. Eure Texte sind alle durchkalkuliert. Perfide von Patrick Reiser, kalkuliert, durchkalkuliert. Von dem Mann, der sich als Ehrenmann bezeichnet, aus Herzen natürlich. Das ist auch diese Betonung, die er bringt, auf den Punkt, psychologisch betont, dass es ehrlich rüberkommt. Aus dem Herzen, Ehrenmann. Das ist so, ne? Die Leute müssen das fressen, weil man will den Leuten hier Scheiße verkaufen. Und man unterdrückt junge Frauen. Man macht mit allen Klebeverträge, weil die Verträge werden alle gleich gewesen sein bei euch. Und dieser Vertrag war sittenwidrig, war ein Klebevertrag, war 18 Seiten lang oder so, nicht ganz, aber einige Seiten lang, war voll ekelhaft und war der ekelhafte Vertrag, den ich je gesehen habe. Und ihr macht mit jedem Verträge, weil wenn du so ein Ehrenmann wärst, der keine Verträge mag, dann gäbe es bei euch keine Verträge. Weil du bist doch ein Ehrenmann, der keine mag. Und du bist doch der Chef. Du bist doch das Brain bei diesen ganzen Affen, die rundherum sitzen, die wahrscheinlich auch deine Marionetten sind. Wie Micha Janicek ist einfach dein großer, breiter Freund. Den braucht man halt. Du, der Schönling, er, der Breite. Ein ganz krank durchkalkuliertes Konzept, das man den Leuten verkaufen möchte. Was jetzt aber immer mehr zu Bruch geht und immer mehr kaputt geht. Bei ProPro auch. Also wir wollen gar nicht über die Lügen reden. Wir haben auch genug gesagt. Ne? Ich glaube, es ist alles gesagt. Vielleicht werde ich im Interview oder ich mache vielleicht mit Debbie noch ein Video, denke ich mal, wo man nochmal detailliert ihre Version hört. Vielleicht erzähle ich noch ein Interview. Jetzt sind hier 52 Minuten, ich wollte nur 20 machen. Alles ist gesagt. Falls jemand hier Fragen hat von euch, werde ich in der nächsten Live-Show nochmal näher drauf eingehen, von den Followern. Von euch will ich gar keine Resonanz. Wenn ihr eine Resonanz macht, dann rasiere ich euch nochmal ab. Ich will auch keine Entschuldigung. Bei mir braucht ihr auch nicht diese Politik zu machen. Ich glaube euch sowieso gar nichts. Ihr seid für mich Typen, wenn ihr einem die Hand gibt, habt ihr in der anderen Tasche ein Messer, um ihm das in den Rücken zu stecken. Das seid ihr für mich. Und ihr seid wirklich krankes Pack. Wirklich eure Geschäftstaktiken. Weißt du, ihr könnt damit dem Nachbuch, was ihr
gemacht oder mit, weil wie ihr Karl verarscht, der euch verarscht. Ich weiß ja alles. Ich will das hier nicht auspacken. Geht mich nichts an. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr nochmal so ein Ding abzieht mit jemandem wie Debbie oder jemandem, der in einer schwächeren Position ist, den ihr so ausnutzt, dann habt ihr mich wieder auf der Karte, dann komme ich wieder ins Spiel und dann werdet ihr mal irgendwie wirklich, dann gibt's mal so eine Respektschelle oder so im übertragenen YouTube-Sinne, bevor ich hier angezeigt werde. Meinst du auch wirklich so? Im Social Media Sinne, dann wird gepostet, dann wird gemacht, dann wird einfach den Leuten gezeigt, was für ein Abschaum ihr seid. Damit die Leute wirklich checken, was hier abgeht. Und ich hätte in diesem Video waren viele Beleidigungen wie Schwein, Abschaum, harte Worte. Das wird unzensiert rauskommen. Diese Scheiße hier wird so rauskommen, wie sie ist. Ihr sollt meine Wut spüren, ihr sollt sehen, ihr könnt mich abmahnen für die harten Aussagen. Ihr könnt die Leute auch an die Fans, also die Leute, die das gucken, wenn ihr mich jetzt hier dafür hatet, dann hatet mich wirklich. Weil das hier musste einfach mal raus. Diese ekelhafte Art und Weise, die dort praktiziert wird, die muss man hier von einer fremden Person, der das durch dieses juristische Verfahren live gesehen hat, der live mit Debbie geredet hat, der auch live mit anderen Leuten geredet hat. Es geht nicht nur um Debbie, das ist nur ein Paradebeispiel, weil das Schlimmste ist, ja, sagt, was hier Sache ist. Und eine Sache noch, das Matthias Nachbau-Video fand ich gut, aber interessiert mich nicht. Ich mache das nicht für das Video, nicht weil es Thema ist, sondern damit diese Sache klargestellt werden muss. Und ich finde euch beide wirklich auch schon immer zum Kotzen und ihr habt viel, viel, viel zu wenig abbekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt mal eine Abreibung war, dass die Leute jetzt ein bisschen wach werden, ne? Und dass wirklich eure Sachen laufen ähnlich, dass das gar keiner mehr kauft. Wirklich, unterstützt diese Leute nicht, unterstützt nicht solche Machenschaften. Das ist, kein Mensch ist perfekt. Ich finde das mit dem Bedrohen noch nicht mal so schlimm. Da kann einmal rausrutschen, dass man sagt, gib die Kohle oder das Krach. Das kann jedem passieren, Emotionen sind normal. Das finde ich gar nicht so schlimm, wie ihr mit Leuten aus eurem engen Umfeld umgeht, wie ihr alte Gefährtinnen von euch radikal an Bob verkauft, radikal unter Druck setzt. Das ist einfach ekelhaft. Leute, die mit euch schon einen Teller gegessen haben, die mit euch wahrscheinlich in einem Hotel geschlafen haben, also jetzt nicht sexuell, sondern einfach mit euch genächtigt haben, gegessen, gelebt haben, die in eure, dass ihr die so unterdrückt, ist das Allerletzte. Und die ganze Art und Weise, die ihr macht, ist mafiös. Nur ihr seid einfach zu dumm, um Mafia zu sein. Ihr seid einfach noch zu blöd und ihr seid einfach zu doof. Ihr wärt gerne mafiös und ihr kriegt es im letzten Schritt nicht hin. Wenn ihr könntet, wenn ihr die Mittel hättet, wärt ihr die ekelhaftesten Menschen auf diesem Planeten. Wirklich. So, schöne Grüße, bevor ich komplett eskaliere hier. Ich hoffe wirklich, dass die Leute wach werden. Ciao.